und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Gott, dann sag doch auch mal was. Du bist öde. Ja, hier ist wieder ihr, euer Experte. Expertenmontag. Wir haben Montag. Und werde wieder gezwungen, so lustig sein. Auf Knopfdruck. Ja. Ja, was ist das Thema heute? Warum bin ich denn so hell? Ich verliere meine Haare. Also das letzte Mal, dass Blondie hier auftaucht. Ich werde meine Haare jetzt erstmal nicht mehr blondieren, weil ich habe Haarbruch. Du stellst mir eine Frage und ich darf nicht antworten. Ja, dann antworte doch. Ja, vielleicht Bananen und warum sie krumm sind? Oder was ist nee, das wäre ja blöd. Ja, du bist heute so gelb. Ah, ja. Nee, die Simpsons. Wir haben Thema hier. Ich habe ein gelbes T-Shirt an, sie ist gelb. Die Simpsons, das ist heute Thema. Ich habe aber keine blauen Haare. Warum musst du blaue Haare haben? Wie March. Oder bist du wie Huma? Möchte nichts sagen. So. Aktuelle Themen. Aktuelle Themen, aktuelle Geschehnisse. Was ist denn so passiert bei dir? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, nichts ist passiert. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Dreh dich mal nach da. So. Immer so bleiben. Wird schwierig. Ja, was ist denn so passiert in der letzten Woche bei dir so? Bei mir? Erzähl doch mal ein bisschen den Leuten was, Mensch. Ja, was soll ich denn sagen? Ich war arbeiten. Wo warst du denn arbeiten? Ja, aber beim Arbeitgeber. Ist ja doch. Im Büro. Täglich im Bürokrieg gewinnen. Ja, das war so. Ich habe heute Tag 3 von 17. Ja, guck. Die ich durcharbeiten muss. Muss. Zu Recht. Mir bleibt keine andere Wahl. Mach mal da Nachrichten an. Nachrichten. Kardinal Müller sagt. Guten Tag. Sie? Ja, hier. Kenn ich Kanarienvogel, nicht. Also, Kanarienvogel Müller hat was gezwitschert. Ja, er sagt, schlimmer als Hitler und Stalin. Ja, also nicht er ist schlimmer als Hitler und Stalin. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ja, wenn er dann von sich selber so sagt, sondern er wird sich kennen. Der Putin ist schlimmer als Hitler und Stalin zusammen. Der versündigt sich am Christentum. Ja, aber... Versündigt sich einfach nur an den Menschen. Apropos Kirche, Bibel-TV. Putin ist in der Tat, sagen wir, vielleicht ist er nicht schlimmer, aber er ist kein Deut besser. Ja? Gibt Leute da draußen, die behaupten, ja, diese ganze Situation, die wir jetzt haben, das wäre ja nicht die Schuld von Putin, das wäre ja nicht die Schuld von Deutschland oder von den westlichen Regierungen. Liebe Leute, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Genau. Weder Deutschland noch Finnland noch Schweden noch Amerika noch Polen oder sonst wer hat Russland bedroht oder hat die beschossen oder ist da einmarschiert. Genauso wenig war das die Ukraine, die irgendwie Invasionsgedanken gegenüber Russland hatte. Russland, ganz die alleine sehen das anders. Unser Idiot aus Moskau, aus dem Kreml. Nein. Der alleine hat das jetzt alles. Nein, du bist jetzt still. Nein. Der alleine hat das zu verantworten. Er hat vor, keine Ahnung, ich hab's ja nicht im Kopf, die Krim annektiert, die zur Ukraine gehört. Immer noch gehört. Ja, das ist Land, was den Ukrainern gehört. Und ist jetzt dann in der Ukraine mit Waffengewalt einmarschiert. Der hat nichts anderes gemacht, als das, was Adolf Hitler. Hallo. Darf man den Namen überhaupt sagen? Natürlich darf man den Namen sagen. Das ist nichts anderes, was der Spacken gemacht hat mit Polen. Der ist einfach da mal über die Grenze mit Waffengewalt. Der hat ja vorher auch gesagt, du bist jetzt still. Die haben geschossen. Und hat das Land überfallen mit Soldaten und Kriegsgerät. Und nichts anderes hat gerade der Putin gemacht. Soll ich gehen? Der ist mit Waffengewalt und Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Und deswegen ist dieser Mensch ein Kriegsverbrecher. Es ist schlichtweg ein Verbrecher, ein asozialer Kriegsverbrecher. Der gehört sich einfach nur noch weg. Ist aber in dem Fall befürworte ich die Todesstrafe. Hallo! Ich befürworte in dem Fall die Todesstrafe. Der Mann muss aufs Kriegsgericht. Auf einen elektrischen Stuhl. Und zwar angetrieben mit regenerativen Energiequellen. Ja, also nicht irgendwie mit Strom, was aus Gas produziert wird, sondern mit Strom aus Sonnen- und Windkraftenergie. Ich glaube, der Putin kriegt hier viel zu viel Minuten.
Das ist mir scheißegal, aber das ist meine Meinung. Aber wir müssen mal andere Themen hier anschlagen, ja, das Mensch. Das Video ist dann zu Ende, wenn es zu Ende ist. Und wenn wir dann nicht alle Themen haben, gibt es ja mal Nein, wir Nachricht. Müssen mal andere Themen hier anschlagen. Ja, dann sag doch was. Ja, was ist denn diese Woche noch passiert, außer das? Die Sonne hat gescheint. Geschienen. Heißt das? Ja, das war aber Vergangenheit. Und das darf man nicht, Zeitreisen und so. China. Ich habe gar nicht so viele Nachrichten geguckt diese Woche, vorige Woche. Ich auch nicht, also Nachrichten deprimieren mich im Moment so sehr. Es ist immer dasselbe, es wird alles teurer, wir haben alle kein Geld. Ja, was habe ich gehört, Nachrichten waren noch, Lufthansa streikt Personal. Ja, super, und das ist meine Sommerferien. Liebe Leute, ich stehe da nicht. Nicht nur für die Angestellten von Luftfahrtlinien, sprich der Lufthansa, wird das Leben teurer, sondern auch für alle anderen Branchen. Jetzt denkt doch einfach mal drüber nach. Im Endeffekt, wer muss es denn dann bezahlen? Wenn, also, der Arbeitgeber bezahlt jetzt da seinen Angestellten mehr Geld. Ja, der hat ja nicht einfach so mehr Geld, der muss das ja irgendwo herholen. Also, wo kommt das her? Von den Flugreisenden, richtig. Das heißt, für die wird das Ganze noch teurer. Wo Lebensmittel und alles auch schon teurer geworden sind. Jetzt gehen die alle zu ihren Arbeitgebern und wollen mehr Geld haben für ihre geleistete Arbeit. In der Regel wird irgendetwas produziert. Die Arbeitgeber, die haben aber auch nicht einfach nur so irgendwo Geld, sondern die müssen halt auch irgendwo herholen. Nämlich auch wieder von den Kunden, die diese Waren und Dienstleistungen kaufen. So, dann wird das für die wieder teurer. Das heißt, die Menschen, die anderen Menschen, gehen dann auch wieder zu ihren Arbeitgebern. So, und fordern mehr Lohn und Gehalt. Das kann ich jetzt immer so weiterspinnen. Irgendwann sind wir an dem Punkt, da waren wir schon mal, da kostet dann wieder ein Brot eine Billion D-Mark, beziehungsweise eine Billion Euro in dem Fall. Das heißt, ich muss einfach mal sparen. Ich muss nicht einfach nur zu meinem Chef hinrennen und sagen, hier, ich will mehr Geld. Habt ihr einen an der Waffel von der Verdi oder was? Ne, aber wenn ich in Verdi, ja, wenn ich hier in Verdi Funktionär bin, dann habe ich in meinem Leben sowieso noch nie was mit Arbeit zu tun gehabt. Außer blöd rumzulabern. Hallo! Forderungen zu stellen und dann mich wieder selbst zu belobigen, weil die meine Mitglieder wieder 1,2% mehr Gehalt bekommen haben. Ihr habt einen Namen, habt ihr. So, das regt mich einfach nur noch auf. Tja, wir haben nur dieselben Themen. Krieg, Gas. Krieg haben wir, Gas. Gas ist war schon immer wichtig. Jetzt muss ich aufpassen. Ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Energieträger. Ja, was soll ich sagen? Früher oder später. Gas ist teuer? Früher oder später wird der Idiot aus Moskau und sowieso. Hier, wem hat er jetzt Gas abgedreht? Finnland oder Lettland oder so? Lettland. Ja, den hat er Gas hat er schon gesperrt. Und das wird er mit Deutschland ganz genauso machen. Und zwar noch nicht jetzt. Ja, der möchte dann natürlich, dass uns das nach Möglichkeit unvorbereitet trifft. Das ist ja seine Absicht. Ja, deswegen lässt er jetzt immer nur so ein bisschen durch. Und zwar gerade so viel, dass wir verbrauchen können und uns keine Vorräte anlegen können. Dann ist doch von dem genauso geplant. Und sobald das kalt wird, macht er den Hahn zu. Ja? Aber genau das ist seine Absicht. Der, ich sag mal, der Rest der Welt, sag mal, im Vergleich zum Rest der Welt ist Russland so wie sein. Darf man das David! Sagen? Nein! Darf man den. Nein! Mini Max? Mini. Wenn Sie freuen, wenn er das Video sieht. Sein Mini Max ist da, also das Land ist im Vergleich zum Rest der Welt, ne, genauso klein, winzig wie sein Minimax, ne? Der hat ein Geltungsproblem, der Idiot, ja. Und wenn der Rest der Welt einfach mal, jetzt bin ich schon wieder bei Putin, ne? Oh, jetzt lass scheiße, das doch mal. Da gibt es dann halt noch mal ein bisschen was Kaputtes und so, einen kaputten Kreml, einen kaputten Putin, aber dann ist auch Ruhe. Aber, weißt du, was ich nicht verstehe? Damals in der Schule waren wir ja, sind wir auf die Straße gegangen, ne, wegen Atomkraft, nein. Atomkraft, nein. Ihr nicht? Habt ihr keine Schlange gebildet damals? Wir hatten Schlangen im Terrarium und Strom hatten wir keinen. Ja, im Sommerland gab es das nicht. Nee. Aber jetzt,
die Grünen, die haben doch so ein Trara gemacht wegen unserer Atomkraftwerke und schaltet alles ab. Mhm. Und jetzt steht hier Mehrheit der Grünen-Wähler für längere Atomlaufzeiten. Ja, ich hatte das ja auch gesagt vor ein, zwei Videos. Sag mal, wir haben eben schon den Atommüll da. Vielleicht hat ja offenbar doch der ein oder andere Grüne hier mal in den Kanal geguckt und mal den Expertenrat berücksichtigt. Ich sag ja, lege ich ein paar Kilo noch dazu zu den Tonnen, die wir haben. Aber wir sehen jetzt eigentlich eher aus wie die FDP. Ist egal, wir sind liberal. Und das ist was gut heißt so. Das, das erkläre ich in einem anderen Video. Da könntest du dann FSK 18 auch dabei. Hallo! Also. Jetzt sind wir schon mal den Schritt gegangen. Die Atomkraftwerke, die jetzt noch am Netz sind, die lassen wir jetzt mal ein bisschen länger laufen. Die füttern wir vielleicht auch nochmal. Und dann haben wir noch so ein paar AKWs, die sind erst kürzlich vom Netz gegangen. Ich dachte, die könnten wir auch nochmal wieder ranholen. Weil, wenn uns nicht nur, also wenn unser Gas dann schon nicht mehr ausreicht, um hier die Buden zu heizen, geschweige denn mit dem Gas Strom zu produzieren, dann wird auch der letzte Grüne verstehen, dass Atomkraft Strom produziert. Und zwar ganz ohne Gas. Ja, so, deswegen, wir müssen da jetzt durch, das ist eine Ausnahmesituation, auf lange Sicht gesehen, klar, sollte man die Atomkraft eher abschaffen, aber erst dann, wenn die Energieversorgung durch die nachhaltigen Windkraft- und Solarstromerzeugung, wenn das abgedeckt ist. Und wenn ja, wir, hier in Bayern ist das nie abgedeckt. Und zwar, wenn wir 10 oder 20% mehr erzeugen, als wir verbrauchen, dann kann ich... Aber wir wollen ja keine Windräder bauen. Wenn ich 10 oder 20% mehr Energie mit dem Klamotten erzeugen kann, als wir verbrauchen, dann kann ich die AKWs endgültig abschalten. Auch die Kohlekraftwerke und die Gas-Thermikraftwerke. Was hältst du denn dann davon, was hier steht? Hartz-IV-Empfänger sollen gegen Belohnung weniger heizen. Ja. Echt? Die kriegen, wenn sie weniger heizen, was kriegen sie als Belohnung. Warte. Also, wenn... Die Hartz-IV-Empfänger. Also, jetzt mal, wo so ein Schwachsinn herkommt. Mal ganz, FDP. Jetzt mal ganz ehrlich. Lindner. Ganz ehrlich, sehr geehrter Herr Lindner. Ja, dann entweder auch... Also, alle anderen Haushalte, die ihr Gas bezahlen müssen, ja? Wenn die weniger verbrauchen, belohnen die sich selber, weil die müssen dafür weniger bezahlen. Ja, aber ich hätte auch keine Belohnung dafür vom Staat. Und wenn ein Hartz-IV-Empfänger weniger verbraucht, dann muss er auch weniger bezahlen. Aber wenn ein Hartz-IV-Empfänger mal arbeiten gehen würde, dann könnte er dann auch bezahlen. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Es gibt da... Es gibt welche, die können nicht arbeiten. Ja, verstehe ich alles. Ja. Aber es gibt auch welche, die ruhen sich auf meinen Rücken aus. Warum soll ich arbeiten gehen? Ich kriege doch das gleiche Geld vom Staat. Ja, gibt sogar jemanden, und auch noch mehr. Es gibt sogar jemanden, der geht arbeiten und ruht sich auch auf deinen Rücken aus. Ja. Ist nun mal so. Ist es nicht er? Doch. Oder auch. Doch? Auch. Es ist auch nicht Monique. Nee. Nenn mir keinen Namen. Also. Gong. Wir brauchen eine Klangschale. Herr Lindner, hören Sie mich. Herr Lindner, ja, bitte. Hallo, meine Ohren. Bitte treten Sie mal vor hier. Warten Sie mal. Ja, einfach, Herr Lindner, schreiben Sie bitte mal in die Kommentare, wenn Sie gesprächsbereit sind. Ich sage, dann treffen wir uns und dann erkläre ich Ihnen mal was zu dem Thema. Ja, machen wir das so. Wir waren ja voriges Jahr in Salzburg unterwegs und da waren dann diese auch kein Lindner. Bettlermafia. Ja. Haben wir jetzt in Ingolstadt auch übrigens. Mhm. Die laufen die hinterher mit ihren Kaffeebecher. Dass ich sie nicht aus der Hand geschlagen habe, war alles. Ich habe gesagt, nur ich gehe hart arbeiten für mein Geld. Tu du doch auch. Das Ding ist, es gibt arme Menschen, Leute. Und die leben vom Bettel. Das ist ja auch, legitim. Soll ja auch jeder so machen, wie er das für richtig hält. Ja? Aber, dass da Menschen ausgebeutet werden, ja, die da von Verbrechern auf die Straße geschickt werden, ja, zum Betteln, die haben ja von dem Geld nichts. Das Geld könnt ihr euch definitiv sparen. Weil das wandert alles dann zu den Leuten, die wieder abends einsammeln. Das ist wie Zuhälterei. Nur, dass die nicht die Leute quasi auf den Strich schicken
Yin und Yang, sondern die schicken dir auch einen Strich, um die Hand aufzuhalten. Ja, das ist ein Bettelstrich sozusagen. Ja. Und da gehört sich gegen vorgegangen. Man sollte einfach nur warten, da muss unsere Behörden mal. Ist ja nicht schwierig, die Leute zu kriegen, weil die werden ja wieder abgeholt von den Leuten mit dem Mercedes und das, ja. Dann heißt, ich laufe dem hinterher und wenn der kommt mit dem Auto, dann halte ich den auf und dann wird er ausgewiesen aus diesem Land, ja, weil hier einsperren sehe ich nicht ein, weil der lebt da im Gefängnis, kriegt Essen, hat eine schöne, wohlbeheizte Zelle und wer muss es bezahlen? Wir. Und das will ich nicht. Nicht von meinen Steuergeldern. Meine Steuergelder sollen an die Flutopfer gehen, zum Beispiel im Ahrtal. Gehen sie aber nicht. Ja, oder man soll der Ukraine nochmal eine Panzerhaubitze schicken oder zwei. Ist eigentlich Naturwein das gleiche wie Natursekt? Was? 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 Naturwein? Mhm. Naturwein. Mhm. Also ich... Naturwein. Das würde voraussetzen, es gibt natürlichen Wein, der wird aus Trauben hergestellt. Und dann gibt es wohl offenbar noch einen synthetischen Wein. Den kenne ich aber nicht. Steht hier. Naturwein ist schon lange kein Hype mehr. Immer mehr Winzerinnen und Winzer wagen sich an etwas anderen Stil von Wein. Wobei es sich dabei handelt, um warum wir nicht Blindlingswein aus den Supermarktregalen kaufen sollten. Deswegen frage ich dich, ist Naturwein dasselbe wie Natursekt? Naja, ich sag mal, über das Zweite sprechen wir in einem anderen Video. Schon weil, wieder? Ja, weil ich sag mal, zum Natursekt gehört erfahrungsgemäß doch irgendwo ordentlich Kaviar. Ne? Mein so, Gott! Das machen wir in einem anderen Video. Wo ist die Kacke? So. Wo ist der Kacke? Und Scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht hat das ja gar nicht jeder verstanden. Es ist ja auch egal. Nee. Also Naturwein und Natursekt. Jasmin und Angie schon. Naturwein und Natursekt sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ihr einen guten Wein haben wollt, entweder jetzt kommt wieder Eigenmarke, Werbung hier. Ja, jetzt kommt wieder Werbung hier. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Hier oben steht es, hier Dauerwerbung. Ne? Mhm. Dauerwerbung und unbezahlte Werbung. Ne? Wenn ihr wirklich einen guten, hervorragenden Wein haben wollt, ob einen süßen Wein, einen halbtrockenen oder einen lieblichen Wein, dann lasst euch den Bofrost kommen, der hat alles dabei. Marsianer. Ja, beste Fachhändler übrigens auch in Deutschland für französische Weine. Und das nicht ohne Grund. So, das muss hier einfach mal gesagt werden. Willst du Neukunden werben? Ja, wer Neukunde wäre, also wer noch nicht Kunde ist und Kunde werden möchte, wird automatisch Neukunde einfach im Internet. Und nein, wir werden dafür nicht bezahlt. Doch, ich werde dafür bezahlt. Ja, aber ich sage das hier aus Überzeugung. Ich kriege jeden Monat mein Gehalt vom Bofrost. Nee, im Internet gibt es eine ganz tolle Gutscheinaktion. Da kannst du auch jede Menge Geld sparen. Keine Kaufverpflichtung, kein Abo, der kommt, du sagst, was du haben willst. Und wenn du nichts brauchst, dann zeig ich dir noch, was er eben extras Neues hat. Und wenn du auch nichts dabei ist, dann kommt er eben in zwei Wochen wieder. Bums aus die Maus. So, das tut dir keiner was Böses. Die Bofrost, wir haben übrigens auch mittlerweile schon ganz viele Bofrost, also wir haben nicht nur Bofrost-Männer, wir haben auch Bofrost-Frauen. Ja, ist die Bofrost-Frau. Nein, Lager. Nicht nur im Lager, draußen im Verkauf. Bin ich nicht. So, und die machen ihren Job wirklich mit Herzblut, mit Leidenschaft und die machen das gerne. Und je nachdem, was du für einen da hast oder eine da hast, dann macht das Einkaufen wenigstens auch noch Spaß. Weil man kennt sich, man versteht sich, man blödelt ein bisschen rum, trinkt ein Tässchen Kaffee, wenn die Zeit ist. Ne? Also, Kaffee, du sprichst aus Erfahrung, Kaffee, ne? Aus deiner Kundschaft. Ne? Wenn da ein Kaffeetrinker ist bei den Verkäuferinnen oder Verkäufern und ihr bietet dem eine Tasse an und der hat Zeit, dann sagt er auch nicht nein. Ne? Vielleicht sponsert er euch ja auch mal ein Eis noch nebenbei. So für so Eiskaffee. Ja, sollen wir jetzt schon Schluss machen? Nö, ich habe gerade so um Rage geredet. Ja, Moment. Was Moment? Wir laufen sonst hier heiß, also die Kamera. Nee. Was? Oh, da war ein Spiegel. Was sagst du denn dazu, dass Prinz Charles eine Spende von Familie Osama Bin Ladens angenommen hat? Das ist ja doll. Soll ich dir was dazu sagen? Soll ich dir was dazu sagen? Nee. Warum wundert mich das nicht? Ja, aber die haben doch genug Geld, die Windsors. Ja, weißt du, wenn theoretisch, also, es gibt solche und solche Millionäre und Millionärinnen, aber die meisten von denen behaupte ich mal, wenn man denen Geld anbietet, dann nehmen die das. Die sind nämlich der Meinung, die hätten nämlich nicht genug. Ja, anstatt dass sie mit ihrem Geld mal gute Investitionen oder sinnvolle Sachen machen, nee, die hocken auf dem Geld, das verschimmelt bei denen und andere haben nichts zu fressen oder bald kein Gas mehr.
Nee, also. Aber ich habe jetzt gehört, dass in Amerika dann doch Schusswaffen verboten werden, ne? Das hat auch gehört. Welche waren das? Nee. Die automatischen? Oh. Oder so? Ja, was hat denn noch gesagt? Meine lieben amerikanischen Vollstrumpfosten. Also, ob ich jetzt mit einer automatischen Waffe jemanden erschieße oder mit einer halbautomatischen Waffe jemanden erschieße, das Ergebnis ist dasselbe. Der einzige Unterschied ist, mit der vollautomatischen Waffe bin ich in der Lage, ein bisschen schneller Menschen umzubringen. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Ergebnis ist dasselbe. Es wird ein unschuldiger Tod oder zwei oder drei. Und wenn sich jemand mit Waffen auskennt, dem ist das so egal, ob der eine vollautomatische Waffe hat oder eine halbautomatische. Oder von mir aus auch noch ein Repetiergewehr, wo er selber noch nachladen muss. Ja? Wenn du dann ein bisschen übst, dann bist du so schnell damit. Nicht so schnell mit dem Automatikgewehr, aber immer noch schnell genug, um ordentlich viele Menschen nacheinander zu erschießen, ja. Also, ihr müsst die Waffen wirklich konsequent einsammeln und verbieten, aber das ist meiner Meinung nach in Amiland eh schon viel nicht zu möglich. Spät. Es ist auch nicht möglich. Da gibt es mehr Waffen als Ratten in der Kanalisation. Da. Und die Ratten kriegen die auch nicht mehr los. Doch, eine haben sie halbwegs losgekriegt. Es sei denn, die wird wiedergewählt. Oh, ich denke ja. Es sind doch jetzt Zwischenwahlen. Ja. Ich glaube nicht, dass die für den beiden bieten. Für welche beiden denn? Der hat ja schon wieder Corona. Ja, vielleicht. Und hast du da gehört, unserem Papst geht es auch nicht so gut, ne? Der würde wahrscheinlich zurücktreten. Das wäre ja schon der zweite dann. Oder gab es noch mehr? Das ist ja voll in Mode. Unser Franziskus lebt war. Nee, noch? Warte mal, hier, wie ist er? Benedikt. Lebt ne? er noch? Ja, der lebt noch, ja. Das war der erste Papst, der es gewagt hat, zurückzutreten von seinen Ämtern, ja. Oder er hat es richtig gemacht. Du mach mir die Sinnflut. Ne? Schickt Frösche. Heuschrecken ist mir alles egal. Ich genieße jetzt hier mal einen Ruhestand. Ne? Dann scheint er jetzt hier so ein Trend zu werden. Ne? Ja, gut, nicht. Aber wenn es dir nicht gut geht, ne, was soll sich da quälen? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nur das letzte, was ich mitbekommen habe, der war da auf seiner Bußreise da in. Wo waren das? Kanada. In Kanada? Keiner hier. Und dem haben sie eine Indianerkrone, hier so ein Federschmuck aufgesetzt. Vielleicht waren da noch irgendwelche Insekten drin, die ihn jetzt fertig gemacht haben. Nur die sind ja auch nicht alle die Jüngsten mehr, die Päpste, ja, die gewählt werden. Das ne? ist sowieso. Die sind ja alle schon Greis und Schaltung. Hier, ich möchte Papst werden. Was sind Ihre Qualifikationen? Ich bin jetzt schon 96. Will ich. Ne? Wenn da mal einer käme hier so als Papst, so 26 Jahre, ey, den würde ich feiern. Ja? Jetzt haben wir sie. Die Affen sind los. Ja, erstmals in Europa. Spanien meldet Affenpocken-Todesfall. Planet der Affen. Das war Pocken. Ich habe auch eine Pocke. Ja, mach nächstes Thema. Affenpocken interessieren mich so gar nicht. Warum heißen unsere Politiker eigentlich immer so scheiße? Blinken, Biden. Ja, Blinken, das ist ja nicht A, nicht unser Politiker. Ist ja egal. Biden ist B, auch nicht unser Politiker. Ja, aber die Politiker. Heißen doch komisch. Ne? Ja, das ist, weil der ist verlauft. Cool. Ich kann dir das sagen. Die werden benannt nach dem Ereignis, was gerade passiert ist. Ja? Im Moment, also jetzt der amerikanische Präsident, ne? Biden, da waren halt mehr als einer, also, oder die beiden, da war Biden involviert, ja, da ist er im Moment dann entstanden. Und der andere, das war im Auto, gerade als der rechts oder links eben abbiegen musste, wollte, da setzte der den Blinker. Und deswegen heißt er jetzt Blinken. Und deswegen hören wir nämlich jetzt auf hiermit. Hören wir auf damit? Wir hören auf. Guck mal, das ist ein Farbrätsel. Mhm. Und was siehst du da? Gar nicht. Doch, ich habe da einen. Ja, aber das ist ein anderes Thema und ein anderes Video. Affenbocke, genau. Womit spiele ich hier? Was ist das? Das ist ein. Ja, guck mal, hier. Fixing Spray. Was habe ich eingangs noch gesagt? Was wird das Thema heute sein? Ich sagte die Simpsons. Und was habe ich hier? Guck mal da. Kann man das sehen? Kann man nicht sehen? Mach das mal scharf. Da hat die Simpsons. Da jetzt kann man das sehen. Die Simpsons. Da machen die nämlich auch noch mal ein Video. Werbung unbezahlt. Und jetzt sind wir weg und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Hast du nicht so ein Erfrischungsspray hier? Ja, das ist das da? Ja. So, ich mache euch noch ein bisschen fresh. Nein, nicht auf die Kamera, Mensch. Und nicht auf mein Handy. So, wir sind jetzt raus.
bis zum nächsten Mal und dann gibt es wieder ein Expertenvideo. Also, bis Gesichtspflegespray, ich dachte, wir haben Wasserspray. Ist dasselbe. Aha.